Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich allen. Heute Abend mal kein CW, sondern Bollwerk Achter. Das Ganze natürlich mit Reserven, die hoffentlich unser Kommandant jetzt anmacht. Ah, sehr gut. Und Hermie wurde dazu genötigt, mal wieder zu leiten. Ah, was ist denn das für ein Dreck? Das wird auch, glaube ich, nicht vorkommen. Ich brauche einen Spotter hier in der Mitte, bitte. Den zweiten da. Heavy's Farmer bitte in den Bereich da vorne hin. Löwe hält sich ein bisschen im Backup. Und mein dritter Light fährt mal bitte hier vorne schon gleich an. Wenn er könnt, bekämpfen beide Lights in der Mitte. Nicht weit drauf gehen. So, Heavys, wir können gleich hier durchziehen. Wenn wir schon Heavys sind, ziehen wir nämlich hier die Mitte da ran. Die dann sozusagen von der Seite aus kommen. Beide Lights natürlich hier hinten weg. Zur Badget versuchen hinzukommen. Dass wir mit der Badget hier hinten durchfahren können. Und bin gleich bei dir. Okay. Und auch. Lights natürlich, denn hier hinten langsam ranarbeiten. Da ist er. Ja, mach mal bitte. Ah, die Bette traut sich aber auch eigentlich nicht vor. Immer mit der Ruhe. Da der AMX. Sehr schön. Die Arti steht da oben. So, IS rein, hier auf die eine IS3. Was nimmt sie raus? Danach den Löwen. Sehr schön. Was haben wir denn da noch? Udes und Garde. Da oben ist er. Nee, da. Entschuldigung, da. Direkt vor dir. Udes.
Unser WZ braucht Hilfe. Warte, Kaugummi-Bomber. Bin gleich bei dir. Ach. Ja, oder so. So, die erste gefühlte Million Credits. Oh, drei Durchschläge, gerade ten schlecht. Von mir. Ja, ich habe ja noch ein paar andere Achter auf Premium, aber diesen Garde zum Beispiel, den finde ich, nee, unwendig und hat fast denselben Reload wie eine, wie das Objekt 252. Ich habe irgendwie, was sind das, 13 Sekunden Reload oder so. So. Meine drei Lights hätte ich gerne hier außen. Ich unterstütze euch. Und meine Heavies möchte ich bitte, dass ihr hier Position bezieht. Einer der Heavies da koordiniert denn das bitte. So ein bisschen. Am besten. Boah, Explo, mach du das mal. Da so ein. Nur so ein bisschen da Fokusfeuer ansagen, weißt du? Wenn möglich, arbeiten sich die Lights weiter vor. Heavy, so ein klein bisschen Druck machen, da die IS-3 braucht Unterstützung deiner Seite. Vielleicht der Löwe außen. Hier ganz außen lang fahren, Bernd. Vorsichtig.
Oh, Lights jetzt natürlich hier hinten durchfahren, von hinten drauf wirken. Lass uns hier ins Cab. Sicherer, glaube ich, ja. DZ kommt zurück ins Cab. Nee, nee. Jeder Tod verlängert um 5 Sekunden. Ja, war aber wirklich haarscharf. Und unsere auch ein bisschen gesplittet waren. Das habe ich so auf der Minimap gesehen. Aber ich habe. War erst mal überlegen, ob ich da bei euch den Dings reinhole. Sascha? Jo. Ja. Ja, ich werde auch nur jetzt. Ich bin ja jetzt nur mit hingefahren, weil ich wirklich ganz außen gestartet bin. Sonst hätte ich nie gesagt, dass ich da das ein Heavy damit hinfährt. Ja, tolle neue Map. Selbe wie eben. Zwei Lights erstmal bitte hier ran. Also einer da. Andere fährt gleich mal von vornherein hier an. Wenn er natürlich hier auf große Gegenwehr trifft, nach hier hinten abhauen. Treffen die beiden auf große Gegenwehr, hauen sie auch nach hinten ab. Löwe fährt da erst wieder an. Heavy ist den Bereich. Interessant, wie die fahren. AWZ nach hinten. Erstmal hier in dem Bereich. Bernd, kannst du nach dahin noch abhauen oder schlecht? Ja, Heavys, wir darauf T34. Die sind so gesplittet. T34 und der AMX, die beiden erstmal raus.
Weiterfahren. Sehr schön, AMX. Löwe da stehen bleiben. Die letzten bitte hier hinfahren. Kleiner C-Line Silber, ihr bleibt von der Seite aus da stehen. BZ macht hinten im Cap ein bisschen Druck. Jawohl. Brauche ich einmal Licht auf der Base, dann kann ich Artischlag setzen. Artischlag kommt auf Base. Timo, wir beide fahren gleich durch Richtung Base. Bänder hier aufpassen. Ratchet. Löwe, die ES3 hier mit dem Bereich abdecken. Ja, lass mich vor. Bleib stehen. Sehr schön. Sehr schön. Genau, ging immer nur darum, denen die Fluchtmöglichkeit zu nehmen, weil wenn wir mit den Heavys diese drei Lights jagen sollen, dann fahren wir noch morgen. Map ist zwar nicht so groß, aber. Ach Gottchen. Also. Zwei Lights hätte ich gerne, dass die hier den Bereich fahren. Sobald Gegenwehr kommt, fahrt ihr natürlich bitte hier hinten in einen der Büsche. Mein dritter Light holt hier mal bitte den First Spot. Heavies fahren erstmal in dem Bereich standardmäßig an. Mal bitte das Gebäude hier links kaputt machen. Da FJ nicht so weit, wir können dich da jetzt noch nicht, die können dir da noch nicht wirklich helfen. Da meine Lights hier natürlich abhauen. WZ versuchen nach hinten zu kommen. Löwe hier hinten hinstellen mit dem letzten Defender.
Jo, deren Artischlag ist raus. Lass mal hier vernünftig hinstellen, Timo. Dreh dich noch ein bisschen ein, dann haben Steiner und ich auch eine Möglichkeit zu schießen. Ja, mach mal, und der Löwe müsste zu uns herkommen. Durch Timo, jetzt kommt was von hinten. Löwe hier bei uns, der Patriot. Ja, wollte gerade sagen, fahr mal durch. Kaugummi, wenn du den weg hast, kannst du auch mit zum Gegner-Cap hinfahren. Dylan, du musst das da jetzt so ein bisschen halten, wenn möglich. Dann kannst du damit anrücken. Sehr schön. Weiß jemand, wie viel HP die beiden noch haben?
Ja, das wäre jetzt besser. Immer mit der Ruhe. Ja, haben sie. Die haben. War. Kann man jetzt keinen Vorwurf machen, war taktisch von mir von vornherein schon nicht. Es ist nicht meine Lieblingsmap. Ich habe sie schon immer gehasst und. Also auf mich war auf jeden Fall der Artischlag ziemlich gut. Der hat mir Hälfte Leben gekostet. Weiß nicht, ob die anderen auch so viel abgekriegt haben. Aber naja. In Teamgefecht ist die Map schon wieder was ganz anderes. Da spiele ich sie gerne. Im Bollwerk hasse ich sie. Weil auf der Map, ja, wie man gerade gesehen hat, sind da vier Scouts auf jeden Fall im Vorteil. Ja, laut Spiel bist du auch schon wieder da. Nee. Nee. Nee, der GF. GF. Ich glaube, du wurdest vom Defender getötet. Ja, aber das, dies mit der Turmdrehgeschwindigkeit, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt Sekunden. Achso. Ein M muss noch nicht mal sein. Russe. Nee, Russe. Russe, Snapshot. Der hätte noch volle Fahrt sein müssen. Dann wäre es definitiv der. Boah, dann wird natürlich. Oh.
Ja, wie fährt man es am besten an? Vorschläge? Also Standard 1 Scout erstmal hier. Ja, E5. Ja. Heavys fahren erstmal hier an. Ein Scout kann mir mal da oben einmal Licht machen. Einer fährt bitte vorsichtig hier hinten an. Verkrümmelt sich dann wieder nach hinten, wenn der Druck kommt. Aber ich denke mal, die werden nicht mehr viel machen können, wenn ihr WZ tot ist. Ja? Unser zweiter WZ, fahr mal bitte hier mit links an. Da, links, WZ. Raus, raus damit. Wahrscheinlich, also Arti müsste da irgendwo sein. Kannst du mal nicht weiter vorarbeiten? Wo steht's da? Heavys können so langsam hier ein bisschen Druck nach vorne machen. Dass wir die Scorpions rauskriegen. Sind halt auch schnell genug, sich zu verlegen, die Scorpions. Z vorsichtig nach vorne arbeiten. Okay. Silber, komm mal mit hier an die Seite zu Wildsau. Der WZ, einmal bitte hier außen rum zu unserem GF. Dann kriegst du die One-Shots weg. Sie 100 müsste noch zwei drin haben. So, E-Mail raus. Das kann auch von denen irgendwie nur so eine Spaßrunde gewesen sein, oder? Das war doch nicht ernst gemeint, oder? Jedem das, was er verdient.
Ja, wir können es ausprobieren. Ich habe nur 70.000. Ja. Kaugummi, dann würde ich sagen, du bleibst hier hinten in dem Bereich mal und zielst das ab, was unsere beiden Scouts hier die Mittelspot machen, wieder, dass du denen so ein bisschen Backup gibst. Ein Scout fährt wieder da E1 kurz an. Heavy ist dem Bereich, Löwe macht wieder die Hinterhand. Ihr sagt Lights, denkt dran, ihr habt Backup, also lockt sie rüber. Ja, Heavy ist gleich hier, einbiegen. Können wir da wieder mit ranfahren zu Kerkerer. BZ kann durchfahren, wenn er möchte, wenn nichts weiter entgegenkommt. Der WZ stellt sich hier beim Scorpion mit hin. Und Bulldog, du kannst auch mit hier durchziehen. Lass den Bulldog durch. So, Bernd, vorne gucken. Ah, die Schlag kommt, nicht verscheuchen. Ja, dann verzieht euch wieder. Gut, Leitz, ihr müsst da den Emil rauskriegen. Bleibt da stehen. Dreh ich mal Einstein. Oh. Wollte ich gerade eindrehen. Treffen wir die Großen da. Richter, die One-Shot erst rein noch. Explo zurück. Ja, wir hätten mit den Heavys da nicht reinfahren sollen. Besser. Ja. Oben einmal in Sammeln nachfragen, oder? Weil da sitzen drei. Ist die One-Shot noch raus? Nö, das nehme ich auch auf meine Kappe. Das wäre
taktisch schlauer gewesen, wenn wir bis zu deren Cap da unten hingefahren wären. Hätten da eine Schützenrunde. Genau. Nee, ich meinte jetzt auch so mit der ganzen Heavy-Macht da unten hinfahren, das wäre besser gewesen. Hi. Bis später. Ja, wir können es mal ausprobieren. Ja, klar. Aber du weißt ja selber, wenn es nicht, wenn wir sehen, dass es nicht funktioniert mit dir. Ja, genau. Das Goal ist für Follower, dass ich noch dieses Jahr 100 mehr haben möchte. Habe ich auch oft genug mit der hier Franzosen-Arti, wo ich noch bei WG12 war. Warst du da mit bei Timo bei dem Gefecht, bei den zwei? Nee, nee, mit der Achter Franzosen-Arti. Da habe ich sogar den. Ich habe nur eine Gleise, habe ich mir selber Licht gemacht. Ja, ich war da für 2 Monate oder so. Also bei Unterstrich. Ja, das weiß ich ja noch, aber. Oh. Jetzt ist es ja eher so, ja gut, du kannst ihn in der Schlachtergasse mit betäuben oder so, aber du kannst nicht mehr. Ja, aber wenn du denn mit dem. Ja. Zeller, bist du noch am Server wechseln? Oder? Ich hab dir eine Einladung geschickt. Bis. Ansonsten gehst du über Festung und ja. Munchkin. Als Abteilungs. Ja, dann. Ja, Bitte. bitte. Ich Ich klicke bin schon die ganze ganze Zeit Zeit auf auf Gefecht. Gefecht. Danke. Steiner. Also Also ich. ich.
Ach, dafür gibt's in meinem aktuellen Raid, wo ich mitgehe, montags und mittwochs, dafür gibt's nach anderthalb Stunden eine Pause. Zwischendurch darf nicht rauchen gegangen werden. Raidbeginn ist um 8. Dann um, was ist das, Viertel vor 8 ist Treffen. Sammeln so alle Randporten und sowas alles, dass um 8 der. Und schon mal Trash machen, dass um 8 der erste Boss sozusagen angegangen werden kann. Und dann ist um 21.30 Uhr die erste Pause, 10 Minuten. Ja, wir sind aber auch. Ein paar Randoms sind immer dabei. Am schlimmsten ist immer noch, wenn die nicht rauchen oder sowas, sondern wenn du denen vorher sagst, hey, hier kann heute anstrengender Abend werden. Stellt euch auf viel Gewalt ein und die sagen, oh, ist kein Thema und so, sind Vibe-resistent. Ja, aber anstatt dass sie was sagen, hier Leute, wir sagen es denen auch noch vor, hier, ihr könnt frei Schnauze raus sagen, ihr seid mir zu schlecht, ich gehe. Hat keiner ein Problem mit. Und die dann einfach nur ihren Internetstecker ziehen, das sind immer die beschissensten. Wo du dann nämlich noch wartest, wo du dann denkst, ja, vielleicht hat er auch nur Probleme, Connection-Probleme oder so und. Steiner! Also, das hatte ich vorhin fast, wo ich mit meiner Badget AP vom Kinderwerfer getroffen worden bin. Also, da hat mich auch gewundert, dass meine Badget so auf der Karte geblieben ist. Weil ich dachte mir so, oh, sind nur noch zwei Panzer am Leben vom gegnerischen Team, fährst du mal vor, von hinten den FV an. Ja. Und ich fahr so auf Flugplatz von hinten, wo die Artis eigentlich immer stehen, auf der rechten Seite fahre ich an und mit mal geht Proxy dieser FV auf und hat schon in meine Richtung gezielt. Das war. Nee, das war nicht mehr möglich. War so. Gefühlt 3 Meter vor ihm. Steiner! Musst nur am Turm treffen. Steiner. Ich wollte jetzt noch bis. Nee, ich wollte jetzt um 48, sprich in der Minute, wollte ich nach oben gehen und einholen. Hey. Bräuchten wir einen, bei uns ist einer gerade dauerhaft. Ah, jetzt ist er gerade wieder da, aber wir bräuchten sowieso in 2, 3 Gefechten einen Ersatz. Ja, derjenige kommt dann
Ja, ich hab's gerade gesehen. Also, Also ich ich habe habe eben eben gerade, gerade Silber, Silber, du du warst warst das, das, der der noch noch ein, ein, zwei zwei Gefechte Gefechte mitmacht, mitmacht, oder? oder? Ich Ich hatte hatte schon schon mal mal oben oben jetzt jetzt angedeutet, angedeutet, dass dass so so ein ein zwei, zwei, drei drei Gefechten Gefechten wir wir Ersatz Ersatz brauchen. brauchen. So. So. Ja. Ja. Es Es ist ist eine eine vernünftige vernünftige Karte. Karte. Einlight Einlight hätte hätte ich ich gerne gerne hier. hier. Einlight. Einlight. Da. Da. Ja, Ja, genau, genau, einen einen in in der der Mitte Mitte und und was was hoch? hoch? Hier Hier oder oder was? was? Achso, Achso, ja, ja, ich ich wollte wollte gerade gerade sagen, sagen, da. da. Elvis. Elvis. Ja, Ja, lass lass uns uns mal mal erstmal erstmal da da anfahren. anfahren. Oh, Oh, Arti, Arti, Futter. Futter. So. So, So, eine eine ISO ISO ist ist da da oben. oben. So. Heavys, Heavys, hier hier schon schon mal mal vorne vorne anrücken, anrücken, dass dass wir wir dann dann gleich gleich gemeinsam gemeinsam vorpushen vorpushen können. können. Und Und oben oben Tiger Tiger 2. 2. Jetzt Jetzt schieße schieße ich ich hier hier mit mit Platzpatronen Platzpatronen oder oder was? was? Wo saß ein One-Shot One-Shot-Tiger Tiger 2? 2? Badget, würdest Würdest du du hier hier mal mal Licht Licht machen? machen? Zwecks. Zwecks. Ja, ja. Was Was war denn war jetzt? denn jetzt? Hat
Hat nur ich gerade so einen Mega-Lex? Okay, ja, man. Bei mir reagiert hier gerade. Ich springe von 30 ms auf 150 ms die ganze Zeit. Hallo? Cool, dafür, dass es die ganze Zeit hier am Laggen bei mir ist. Ja, mein Stream sagt mir auch gerade, versuche Verbindung wieder herzustellen. Hi, schon wieder Verbindung verloren. Aber noch nicht im Spiel, nur der Stream erstmal. Ich habe vorhin erst einen Speedtest gemacht. Nee, diesmal nicht. Weil du da bist. Heavys würde ich ganz gerne in dem Bereich haben. Und in dem so. Den beiden coolen. Arti wäre ganz schick, wenn die schon mal da unten hinfährt. Aber bei mir reagiert wäre gar nichts. Kogumi, kannst du das mal leiten? Bei mir funktioniert gerade gar nichts. Ping schwankt wieder zwischen 50 und 250. Boah.